Jawoll. Leute, ihr könnt ruhig den anderen Lord da drin mehr ausschalten. Aber natürlich hat irgendwie Christoph alles behindert. Ja, komm schon. Sehr schön. Kann ich jetzt hier rein? Zur Hölle mit euch! So, sehr schön. Wie viel Ohr? Oh, verdammt. Mann, ich kann echt nicht glauben, wie lange ich jetzt schon an diesem scheiß Gildehaus hier... hin. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Jawohl. Ich find's toll, wie sich die KI alle mit dem Hüpfer beschäftigen, anstatt mit dem mit der größten Bedrohung, nämlich dem Regenten der Tremere. Christoph, trink ihn leer. Und Heilung einsetzen. Ich möchte meine neues brennenden kainitischen Kräfte testen. Das Tier war. Natürlich. Komm schon. Also. Aha. Seht, da kommen Narren auf der Suche nach einem Qualfall. Alter, drei gegen einen Hüpfer, das darf's doch wohl echt nicht wahr sein. Leute, sag mal, wie blöd seid ihr mittlerweile? Naja, KI. Und die Treffquote, was soll man mehr dazu sagen? Gut, hier gibt's soweit nichts zum Einsammeln. Vielleicht hier? YouTube macht gerne mal die Videos dunkler. Heißt also, ich kann da nichts dafür. Auf meinem Bildschirm ist das wirklich unglaublich hell genug, dass ich da wirklich zum recht alles gut sehen kann. Großer Schild.
Jetzt will ich was testen. Schutz vor Eis. Das ist cool. So, Christoph. Ich habe eine bessere Idee. Wilhelm? So. Runter da. Schon wieder so viel. Sehr schön. Oh, Blutkessel bringt das Blut des Opfers zum Kochen. Das macht höllischen Schaden, aber da brauche ich schon 50 Intelligenz. Alter, und 20 Blut brauche ich für die Vitae-Raub. ...1200 braucht man schon dafür, hey. Sehr schön. So. Dann werde ich erstmal Sachen verkaufen gehen. Hier wieder. Werde ich Erik erstmal alles geben. Halt. Doch, da werde ich Erik alles in die Hand drücken. Er soll dann hier soweit alles verkaufen. Nochmal gucken. Ob es wäre... Oh, hey, diese KI, ne? Halt, nein. Boah, war das knapp. Okay, jetzt erstmal verkaufen. Seid gegrüßt. Was das Zeug hält. Lebt wohl. En garde! Lasst uns fortfahren und uns den Feind vornehmen. Boah, was mache ich denn? Seid gegrüßt. So, jetzt gucke ich mal nach der stärksten Einhandwaffe. Schild des Lakaien. 15, 15, 15. Das kann man voll vergessen.
Unheilig beschlagene. Wäre eigentlich nicht schlecht, aber schützt. Nee, jetzt gleich erstmal nach. Okay, das ist Erik. Fünfundvierzig, ein Hand. Komm schon, irgendeine Einhandwaffe. Fünfundvierzig. Dicke. Dieser gefürchtete Säbel. Lebe wohl. Gut. Du kriegst das. Seid gegrüßt. Verkaufen. Lebe wohl. Du kriegst jetzt endlich mal eine stärkere Waffe. Seid gegrüßt. Verkaufen. Lebe wohl. Golden jetzt raus. Wie viel Uhr? Mann. Ich sollte. Na. Mann, eigentlich wollte ich das Wiener Gildehaus de Tremere ein Ende jetzt bereiten. Was heißt ein Ende bereiten? Wollte ich jetzt wollte das eigentlich noch fertig hinbekommen? Komm, ich schaue, dass ich jetzt noch das letzte arkane Artefakt hole. Erstmal speichern. Erstmal die vier Spielstände überschreiben. Leute, weg da. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Dann bleibt, glaube ich, nur noch ein Lord übrig. Mit dem machen wir auch dann hoffentlich kurzen Prozess. Jetzt bin ich mal gespannt. 198. Wenn ich den Lord jetzt hier umholz, mal sehen, wie viele Erfahrungspunkte das gibt. Alter, 500 Erfahrungspunkte. Aber der Lord der Tremere ist auch ein harter Brocken. Au.
Perfekt. Ja, das sieht man mal. Mit neuen Waffen und so weiter geht das hier viel besser voran. Vor allem, da ich die gefürchtete Waffen gekauft habe. Die jagen ja den Gegnern Angst ein. Halt. Und wenn die Angst haben, dann rennen die zum Teil weg. Das gibt mir dann wiederum einen kleinen Vorteil, dass ich ganz kurz Luft zum Atmen habe. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich mich nicht teilen, aber das ist ja die Blutanzeige. Leute. Zur Hölle mit euch! Sehr gut. Kräfte testen. Clausus in corpore tremens mulerus. Erwachte mir. Komm, denn ein Lord muss noch schnell drauf gehen. Clausus in corpore tremens mulerus. Komm schon. Christoph hat einen neuen Status erlangt. Christoph ist jetzt auch endlich ein Ahn. Blut. Ich verlange nach Blut. Habe ich noch... Narren auf der Suche nach einem qualvollen Tod. Oh, sehr gut. Klappt jetzt super. Moment mal, war Christoph nicht... Christoph war doch 9. Generation, oder? Jetzt ist er schon 8. Generation. Ich glaube, das liegt auch am Ran an. Dass wenn man aufsteigt im Range, dass man auch dann zusätzlich eine Generation über höher kommt. Auf jeden Fall haben wir jetzt 150 Blut. Insgesamt, das ist sehr gut. Wilhelm ist aber immer noch 10. Generation. Lasst uns. So. Wunderbar. Kurz zurück und nach rechts gucken. Aber da dürfte nichts mehr sein. Ja. Da war nur dieser Rundgang. Habt euch einen Teleporter. Und einfügen. So, jetzt können wir auch hier hoch, aber... Weg durch den Abgrund. Hat einen ganz gewissen Grund. Ich will jetzt nämlich nochmal abspeichern gehen und ruhen erstmal.
Alter, das verprasst auch mal eben hier. Gut, Widerstand. Und Manipulation. Wilhelm? Manipulation hoch. Und der Rest auf Manipulation. Erik. Manipulation hoch. Ach komm, Intelligenz kriegst du auch noch ein paar Punkte. Wunderbar. Gut, dann einmal speichern. Und nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, passt das von meiner Seite aus hier. Wir haben jetzt fast das Wiener Gildehaus komplett infiltriert. Jetzt heißt es, in der nächsten Aufnahmesession noch einmal Sachen kaufen und verkaufen gehen. Verkaufen und kaufen auf alle Fälle. Und dann geht es dann hoch zum nächsten Endbosskampf. Und da wird sich dann einiges komplett ändern. Zwecks der Charaktere, um so viel schon mal verraten zu dürfen. Aber mehr will ich auch nicht eingehen. Das nehmen wir beim nächsten Mal im Angriff. Gut, dann würde ich sagen, was ist von meiner Seite aus hier? Ich hoffe, das Let's Play und die Aufnahmesession haben euch soweit bisher gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten, würde uns freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und Aufnahmesession von Vampire die Maskerade Redemption. Gut, das war's von meiner Seite. Euer Malka von den Euer Game Masters. Ciao, bis denn. Der Purmacht.